Moin, Narinka hier. Also, ich habe schon ein Video von meiner Freundin auf YouTube gemacht, weil ich den mega schön fand, schon, also Musical.ly. Und ich schon die Flut von dafür habe ich den gemacht. Also, hast du mal etwas, weil den diesen zwei kann machen. Und zwar. Ja, bitte. Also, das ist aber der Stecker. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also, ihr braucht. Warte kurz. Ihr braucht Farbespieler. Also, schon halt blau. Grün, dunkelgrün, mauve, hellrosa. Mittelrosa, dunkelrosa und halb blau und dunkelblau, also noch so dunkel. Also, ich habe schon präpariert. Also, aus der Sache, auf der großen Linie, an mich schulen, okay. Ich weiß nicht mal die kleinen, mit ihr braucht die großen, also Linien an der Bleistift brauchen. Die zeichnet ein Linie. Warte kurz, ich komme zurück. Also, ihr müsst eine Linie zeichnen. Dahinter. Schöne kleine Lineal mit die Brautgröße. Dann ungefähr so dick wie der Lineal aus. Aber mit dick, weil die Größe ist mit dick. Also, dann halt den Lineal und ihr zeichnet. Und bist du. Dono Frau den ich das Wasser. Ein Scheuer. So dass ich Dono die Strich, die mal gezeichnet tun, ausschneiden kann. Dono, wenn das er ausgeschnitten hat, da hat er ein paar Farben. Das war schon von den letzten Keier, da hat er ja. Farben. Und das braucht er nur natürlich Pech. Und zwar so, dass ihr Hut ähnt, wie das schon gemacht hat, dann macht er, also so macht ihr ähnt. So, ihr macht Pech. Wir machen drei Pasch. Und du noch parallel zusammen. Und du noch mal da enger noch Farbton. Ich weiß nicht, wie lange mit den Ugefallenen. Also, der muss jetzt für dich so dran machen. Das ist halt so was. Und das bin halt so hängt. Du noch mal der Pasch. Also. Paschi, paschi, paschi. Du nimmst eine Pasch, ganz bisschen Pasch, bei einer Seite. An die Seite, die Pasche, die könnt ihr oben drüber, die andere Seite. So. So. Und dann Ruder, so etwas. Das kannst du nicht basteln, also das war dann von. Ich hoffe, ihr habt gut verstanden. Also das ist ganz einfach. Braucht Linien. Pasch, Scheuer, Bleistift und eine Gummi, wenn ich muss hin. Die zeichnet auf dem farbigen Blatt den Strich, mein großer Lineal. Dann schneide ich den aus, mache den Rondel, dann mache ich den immer drum. So sieht er. So, zum Beispiel den. Den habe ich heute durchgemacht, so gepasst und den hat nämlich das kann man kurz basteln. Ich hoffe, euch tut durch auch den gefallen. Und bis ein nächstes Mal. Adi!